Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute zu einem Video, was auch ein bisschen kontrovers werden könnte. Aber fangen wir mal von vorne an. Und zwar war ich bei unseren Freunden über der Grenze, und zwar in der Tschechei. Und habe dort bei den einschlägigen Händlerständen, die es dort eben auch gibt, zwei Sets erworben. Und zwar einmal dieses Dingau-Set der My World-Reihe und nochmal ein Lele-Set, was im Endeffekt ein Fake der Lego Ninjago-Reihe ist. Und ich muss hier erstmal klarstellen, ich hätte mir diese Sets niemals wirklich als Privatperson gekauft, wenn ich sie nicht in einem Video mal verarbeiten möchte, weil es mich wirklich mal interessiert hat, was man hier für sein Geld bekommt. Und ich wollte auch mal auf ein was aufmerksam machen. Diese Stände sind nicht immer super billig, weil dieses Set hier zum Beispiel, dieses Dingau My World Set, was natürlich an die Minecraft-Lizenz angelegt ist, hat 12 Euro gekostet. 12 Euro für 290 Teile und vor allen Dingen für eine Reihe, die man zum Beispiel auf AliExpress als Selbstimporteur viel, viel, viel billiger bekommen würde. Trotzdem hat es mich mal interessiert, was bekommt man denn hier, wenn man jetzt als Kunde, warum auch immer, dort 12 Euro bezahlt. Aber um das auch sofort klarzustellen, ich heiße keine 1:1 Fakes von Lego Sets gut und das würde ich auch hier nicht vorstellen in dem Video, aber ich habe kein Lego Set gefunden, was wirklich 1:1 dieses Set hier ist. Natürlich gibt es von Lego auch ein Enderdrachen Set, dieses ist aber um einiges teurer und hat auch einiges mehr an Teilen und ist vom Aufbau anders und die Figuren sehen dort anders aus und sind anders ausgerüstet. Das heißt, man kann sagen, es ist schon natürlich angelehnt, aber auch die Bauweise des Drachen unterscheidet sich an einigen Punkten und dementsprechend ist es eben kein 1:1 Fake. Und natürlich ist es auch nicht optimal, wenn Sets erstellt werden, die ganz klar an ein Spiel, an ein Auto oder ähnliches angelehnt sind, wie auch zum Beispiel der Borsche, den ich euch da mal vorgestellt hatte, aber die Lizenz nicht wirklich dabei ist. Trotzdem wird hier der Name Minecraft nie genannt, aber man kann natürlich sehen, um was es hier geht. Das ist natürlich auch nicht optimal und jedem, der sich's leisten kann, würde ich auch empfehlen, dann ein Set offiziell lizenziert von Lego mit der Minecraft-Lizenz zu kaufen. Aber der Punkt ist, Lego kann sich leider nicht mehr jeder leisten. Und meiner Meinung nach sollten Klemmbausteine für jeden da sein und jeder sollte mit den Klemmbausteinen spielen können, mit denen er gerne spielen möchte. Aber das ist eben mit den Produkten von Lego nicht möglich. Und es kann durchaus kontrovers sein, wenn ich so ganz klar benenne, dass ich damit kein Problem habe, aber es ist meiner Meinung nach wirklich so, dass gerade die Leute, die es sich eben nicht leisten können, das originale Produkt zu kaufen, auch gerne mal so ein Produkt kaufen können. Und wie gesagt, ich rede hier nicht von den 1:1 Fakes. Schauen wir uns die Box noch gemeinsam an. Und da haben wir hier den My World Schriftzug, der aber ein bisschen verdeckt ist, weil der Boxdesigner halt wahrscheinlich unterbezahlt war oder keinen Bock drauf hatte. Auf jeden Fall ist hier der My World Schriftzug von diesem Flügel des Enderdrachen verdeckt. Lustigerweise ist das auf der Rückseite nicht so, da ist der Flügel hinter dem My World Schriftzug. Wenn wir uns den Box sonst noch anschauen, haben wir hier noch My World draufstehen, auf der anderen Seite auch nur My World draufstehen und nichts Besonderes. Oben dasselbe, auch nur My World draufstehen. Aber wir haben hier nochmal die Figuren zu sehen. Was ich an der Box natürlich noch cool finde, ist der Haltegriff, der mit dabei ist, und ansonsten haben wir hier nochmal verschiedene Bilder von dem Set auf der Rückseite und auch die Maße abgebildet, und da sind wir angeblich bei 25,5 cm in der Breite, 30 cm in der Tiefe und 22 cm in der Höhe. Aber natürlich ist da auch sehr viel Luft mitgemessen, weil natürlich auch die Spannweite von den Flügeln und alles mitzählt. An und für sich wird das natürlich kein riesiges Set. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal die Box auf und wir schauen uns an, was hier so an Teilen drin ist und auch die Anleitung gemeinsam an. Und wir haben auf jeden Fall in der Box nochmal so eine kleine Pappbox. Die gefällt mir ja immer nochmal gut als stabilitätsgebendes Element in der Box. Aber als zweites fällt natürlich auf, Luftpackungen können sie echt alle gut. Egal ob Lego oder andere alternative Hersteller. Und es fällt direkt ein was auf. Das ist ja hier ein Dingau-Set. Und ich habe ja nun schon mal ein Set von Dingau reviewed, was offiziell in Deutschland über Modbricks vertrieben wurde. Das war ja der Boba Fett damals. Und dieses Set als offiziell in Deutschland vertriebenes Set hat natürlich nochmal einen anderen Stellenwert als jetzt hier die Dingau DG3232. Aber es fällt direkt auf, wir haben hier einen anderen Geruch. Bei dem Dingau-Set, was über Modbricks vertrieben wurde, hatten wir überhaupt keinen negativen Geruch oder irgendwelche Ausdünstungen. Bei dieser Anleitung hier haben wir das aber direkt. Das steigt wirklich sofort in die Nase und das ist wie gesagt auch ganz anders als bei dem Set von Modbricks. Und ich war mir schon fast sicher, dass dieses Dingau-Set nichts mit dem Modbricks-Dingau-Set groß zu tun haben wird und hier wirklich verschiedene Produktionsstufen verwendet wurden von den Teilen und auch jetzt hier von der Anleitung. Und bei der Anleitung fällt es halt wirklich direkt auf. Und ich muss auch sofort
kurz sagen, das ist so ein Video, wo ich hier sehr gut lüften werde, weil die Wellensittich-Lunge ist natürlich schon mal ein ganzes Stückchen empfindlicher als unsere Lunge und hier habe ich schon ein bisschen Angst, weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass dieses Dingauset etwas mit dem anderen zu tun haben wird, qualitätsmäßig. Ansonsten ist die Anleitung von dem Frontbild und von dem Bild auf der Rückseite genau dasselbe wie auf der Packung. Sieht man auch sehr schön an dem Fehler. Ist wirklich 1:1 copy and pasted worden. Und dann haben wir hier nochmal so eine Teiletüte drin. Schauen wir uns noch die Anleitung zu Ende an. Und die besteht insgesamt aus 34 Seiten und 40 Bauschritten und es ist so gemacht, dass hier wirklich nichts ausgegraut ist, sondern alles weiterhin voll in Farbe dargestellt wird, also ähnlich wie bei Lego, aber die neu gebauten Teile dann hier mit Pfeilen und roten Umrandungen symbolisiert werden. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns mal dieser großen Teiletüte, groß in Anführungsstrichen, bedenkt wieder, 12 Euro hat das Set gekostet. Oh. Und da ist direkt ein richtig, richtig unangenehmer Geruch. Also, tut mir leid für das Knistern, ganz ehrlich. Aber ich wollte das jetzt auch wirklich so festhalten. Bleibt einem richtig ein Geruch in die Nase, den man von einem anderen Set nicht kennt und auch von dem anderen Dingau-Set. Und da sind wir ja eigentlich nur bei der Plastiktüte, die sind noch nicht mal offen. Aber das sind allein diese Flügel hier. Diese Flügel stinken schon unglaublich nach billigem Plaste. Oh, das dünstet auch wirklich aus. Also, das ist kein großes Highlight. Ansonsten sehen die Flügel zwar ganz gut aus, aber vom Anfassen sind sie unglaublich billig und sie stinken halt bestialisch. Und natürlich sind die Flügel als Formteile gemacht. Ist völlig logisch. Ich mache jetzt mal stellvertretend, um gleich mal ein bisschen die Steinequalität abzuchecken vom Baugefühl, diese eine Teiletüte hier auf. Die Teiletüten haben keine Bauschrittnummerierung. Ist natürlich bei der Teileanzahl auch nicht unbedingt nötig. Und wenn wir uns jetzt die Teile hier anschauen, naja, die fühlen sich schon besser an. Also ich habe schon gerade von Modbricks, wenn sie selber jetzt das Set vertreiben, eine schlechtere Qualität von dem Anfassen vom Stein gehabt. Wir haben jetzt auf den Steinen hier auch kein Logo oder ähnliches drauf. Und der riecht auf jeden Fall nicht so streng wie die Flügel. Also die haben schon eher was mit diesem anderen Dingau-Teilen zu tun, die wir schon kennen. Und von der Verbaubarkeit würde ich sagen, da ist es okay. Also sie sind vom Baugefühl, zumindest dieses eine Teil, was ich jetzt hatte, wirklich okay, muss man sagen. Also auch von der Klemmkraft sieht es dann am Ende nicht schlecht aus. Aber gut, ich würde sagen, wir haben schon wieder so viel gelabert im Vorhinein, was ich aber bei diesem Set auch wichtig fand. Aber ich fange jetzt an zu bauen und dann reden wir nochmal darüber, ob ich vielleicht trotzdem mit dem Set Spaß hatte oder eben nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Review. Und fertig ist das Dingau My World Set, der Enderdrache. Und ja, wundert euch bitte nicht, warum der Enderdrache noch nicht drauf sitzt, der gehört ja eigentlich zum Set. Ich habe ihn aber erstmal wieder abgenommen, damit wir uns die Endinsel hier nochmal zusammen mit anschauen können und dann gleich nochmal über den Drachen reden, weil wenn der Drache dann hier drauf schwebt, wird es mit der Sicht auf die Endinsel eher schwierig. Aber ich kann schon mal vorweg sagen, abgesehen davon, dass er ja natürlich eine Minecraft-Lizenz sehr weit ausgelotet wird, ist das Set echt hervorragend. Ich habe die Teile nochmal vorsorglich gewaschen, damit ist auch der Geruch weniger geworden, beziehungsweise eigentlich komplett weg gewesen. Da kam sowieso am meisten von den Enderdrachenflügeln, diesen Gummiteilen. Die Anleitung konnte ich natürlich nicht waschen, aber nach einer Zeit an der Luft ist dort auch der Geruch weniger geworden. Zur Teilequalität. Vom Baugefühl ist die wirklich sehr, sehr gut gewesen. Natürlich ist es kein Lego und kein Kirby. Also es hat sich dann bestätigt, dass die Teile beim Bau doch viel, viel besser als alte Luban-Teile waren. Und auch vom Aussehen sind die Teile wirklich gut. Die Klemmkraft ist spitze. Also man kauft hier wirklich teilemäßig keinen Billigschrott. Grundlegend bauen wir ja hier eine kleine Endinsel. Da haben wir so einen kleinen Berg, in Anführungsstrichen, aus Endgestein und zwei Türme stehen. Die Türme und der Berg passen natürlich vom Maßstab her überhaupt nicht, aber es ist schön, dass sie dabei sind, dass daran gedacht wurde und sie gefallen mir designmäßig für die Teileanzahl wirklich sehr gut. Da haben sie sich was Gutes einfallen lassen. Auch sehr schön finde ich, dass eben an solche Details wie so ein Endkristall hier gedacht wurde und dann hat man hier quasi einen Turm ohne Endkristall, wo er schon zerstört worden ist und einen, wo sich der Drache noch heilen kann und dann kann man eben diesen Endkristall hier mit der Figur zerstören und kann dann den Drachen angreifen. Solche Spielfeatures gehören natürlich in so ein Set rein und es ist gut, dass sie dabei sind. Bevor wir jetzt zum Drachen kommen, würde ich sagen, reden wir mal noch ganz kurz über die Figuren. Und man muss zugeben, die Ausrüstung der Figuren, mit der sie das End betreten haben, ist doch eher sehr optimistisch, aber darum geht's ja nicht. Ansonsten sind die Figuren wirklich sehr schön. Sie ähneln natürlich aber den Lego Minecraft Figuren doch sehr stark. So bekommt man es wahrscheinlich nicht durch den Zoll,
Zumindest wenn man es aus China direkt importiert. Betonen muss man aber eben, sie sind ähnlich und nicht hundertprozentig gleich. Es handelt sich hier nicht um eine 1:1 Kopie. Von den Gegenständen ist natürlich das Diamantschwert sehr schön gestaltet und auch die Holzspitzhacke gefällt mir sehr gut. Die Qualität der Figuren ist dabei in Ordnung. Man kann den Kopf drehen, man kann den Arm nach oben und unten bewegen und natürlich auch die Beine nach oben und unten bewegen. Für meinen Geschmack ist es aber bei beiden Figuren doch ziemlich straff. Aber hier ist halt wenigstens jedes Teil gleich straff und nicht jedes Teil abweichend. Das eine wabbelt rum und das andere nicht. Das hat man hier nicht. Dementsprechend sollen die Figuren höchstwahrscheinlich auch so sein. Aber dann schauen wir uns doch mal das Coolste meiner Meinung nach an und das ist ganz klar der Drache. Der Drache nimmt natürlich auch einiges an Platz weg. Das haben wir ja schon bei der Größenangabe von der Verpackung gesehen. Das liegt natürlich vor allen Dingen an diesen zwei Formteilflügeln und daran, dass eben viel Luft umbaut ist. Aber das ist ja logisch bei so einem Drache. Aber vor allen Dingen ist das cool, weil er eben trotzdem so eine gewisse Mächtigkeit ausstrahlt. Schön ist noch dieser Augenprint. Ja, sind keine Aufkleber. Nur die blauen Pins hier hätte man sich vielleicht sparen können. Der einzige kleine Kritikpunkt, den ich beim Drache habe, sind die Beine. Weil die sind doch ein bisschen fummelig zu bauen und sind am Ende doch auch die Teile, die bei einem Spiel am ehesten abfallen würden. Das heißt aber nicht, dass die jetzt direkt die ganze Zeit auf der Abschussliste sind. Die halten schon ganz gut. Man hat eben trotzdem, wenn man jetzt mal intensiv damit spielt, die Sorge, dass sie dann hier eben am Gelenk doch mal nachgeben. Aber sie sind dann wieder leicht anzubauen. Ansonsten haben wir noch die zwei Transclear-Kletten an dem Drache, die den Drache später halten werden, und dieses Transclear-Gebilde, was auch den Drache am Ende hält und dafür sorgt, dass er nirgendwo am Set aufliegt, sondern frei schwebt, weil er perfekt ausbalanciert ist. Und das ist super cool und das zeige ich euch jetzt noch. So, und jetzt seht ihr den Drachen, wie er eben hängt, und er ist eben nur an diesen Transclear-Ketten hier und an dieser Transclear-Klette mit diesem Transclear-Aufbau, den ich euch gezeigt habe, hier vorne verbunden. Da liegt hier nirgendwo auf, er schwebt wirklich frei. Das Coole ist halt wirklich, dass man ihn dann so ein bisschen anschubsen kann, als ob der Enderdrache fliegt und als ob man eben gegen ihn kämpft. Und wenn man dann genug gespielt hat und gegen ihn gekämpft hat, kann man eben auch spielen, dass man ihn besiegt hat, indem man ihm so einen Schubser gibt und dann stürzt er quasi ab und fällt aus seinen Ketten raus. Damit ihr euch das mal anschauen könnt, also das schwebt hier wirklich völlig frei, liegt nirgendwo auf und eben auch hier schwebt er frei. Und das ist im Endeffekt auch so ein Highlight in diesem Set, was halt einen riesigen Spielwert bietet. Und darum geht es mir bei diesen Sets. Es geht wirklich um den Spielwert. Ein Kind braucht nicht unbedingt eine Ferrari, Porsche, Ford oder was weiß ich Lizenz, um mit einem Auto zu spielen. Deshalb sind solche Sachen wie eben diese lizenzlosen Ford GT Sets, die dann irgendwie Ford oder was weiß ich heißen oder Porsche, das ist ein Thema, über das sich mehr streiten lässt als meiner Meinung nach über so ein Set. Weil wenn ein Kind nun mal Minecraft spielt und man möchte es ein bisschen vom PC vielleicht auch mal wegbekommen, dann ist so ein Lego Minecraft Set natürlich eine coole Wahl, aber für viele Leute einfach nicht bezahlbar, um dann für so ein kleines Set 30 € auszugeben. Da steht einfach die Preis-Leistung bei so einem Set in einem ganz anderen Verhältnis. Und wie gesagt, 12 € auf dem Tschechenmarkt war da schon relativ teuer. Man kann das Set sicherlich in einem China-Import noch viel, viel billiger bekommen. Ich meine, wir haben von technischer Seite über alles gesprochen, was das Set jetzt so hat. Und es ist ein tolles Set für 12 € und eigentlich eine klare Kaufempfehlung. Aber die moralische Frage kann ich euch nicht abnehmen. Mein Standpunkt ist auch klar, solange es keine 1:1 Kopie ist und keine Lizenz so verletzt wird, indem Namen genannt werden, die eben auch nicht dann MyWorld heißen, sondern dass dann wirklich Minecraft dort steht, oder Logos verwendet werden, sollte jedes Kind die Möglichkeit haben, auch mit so einem Set zu spielen. Das ist mit den offiziell lizenzierten Sets eben oft nicht möglich, weil es schlichtweg für viele zu teuer ist. Lego und Klemmbausteine im Allgemeinen werden immer mehr zum Luxusgut. Und das finde ich furchtbar schade, weil Klemmbausteine sind so ein tolles Spielzeug. Und wenn es schon eine Alternative gibt, neben einem Bildschirm, neben einem Handy, dann sollte diese Alternative bitte auch den Kindern, die sich dafür interessieren, möglich gemacht werden. Und deshalb finde ich so ein Set nicht verwerflich. Aber was meint ihr dazu? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und mir ist bewusst, das ist ein Thema, über das sich sehr gut diskutieren lässt. Und man kann auch in den Kommentaren ein bisschen drüber streiten gerne, aber bleibt dabei bitte sachlich und freundlich. Man kann verschiedene Meinungen haben und das ist gut so, aber man muss niemanden dafür verurteilen, dass er diese andere Meinung hat bei so einer Sache hier. Wir reden hier über ein Spielzeug und nicht über große politische Themen. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt mir auch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wie bei den anderen Sets. Hatte ich viel Glück? Hattet ihr auch Spaß mit dem Set? Würde mich wie immer sehr interessieren. Und natürlich könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn euch das Video gefallen hat.
Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.